Die Ehe von Tobias und Katrin ist am Ende und auch Emily hat derzeit ihre Differenzen mit der Geschäftsfrau. Das sorgt für eine überraschende Verbindung zwischen ihr und Tobias. Achtung, es folgen Spoiler. Mit dieser Entwicklung bei GZSZ hat sicher niemand gerechnet. Erst kürzlich kam es nach wochenlangen Eheproblemen bei Tobias, Jan Kittmann, und Katrin, Ulrike Frank, zur Trennung. Das macht vor allem der Geschäftsfrau so sehr zu schaffen. Dass ihre Arbeit in der Agentur sowie ihre Geschäftspartnerin Emily, Anne Menden, darunter leiden. Während Emily zu Beginn noch viel Mitgefühl aufbrachte, fällt ihr das inzwischen jedoch zunehmend schwer, vor allem, da Katrin sich ihren Schmerz nicht eingestehen möchte und weiterhin die starke, taffe Geschäftsfrau spielt. Die Situation eskaliert, als Emily eine Entscheidung über Katrins Kopf hinweg trifft. Das wiederum führt zu einem überraschenden Ereignis. Tobias und Emily kommen sich näher, obwohl Katrin sich klar und deutlich ausgedrückt und gegen eine Beauftragung von Tobias zum Austauschen der Feuermelder gestimmt hat, heuert Emily ihn aus ihrer Notlage heraus an. Ein großer Fehler, wie sich noch herausstellen wird. Zwar versucht Emily, ein Aufeinandertreffen von Katrin und Tobias zu vermeiden, doch es kommt dennoch dazu. Auf den ersten Schrecken folgt ein überraschend intimer Moment, als Tobias sich beim Zusammenpacken seiner Sachen verletzt. Es scheint fast so, als gäbe es doch noch Hoffnung für die Ehe der beiden. Doch dann macht Tobias mit einer ungeschickten Aussage alles wieder zunichte. Auf die Äußerung seines Wunsches, irgendwann mit ihr befreundet sein zu können, reagiert Katrin ziemlich gekränkt. Aber nicht nur das, am Folgetag zieht sie schwerwiegende Konsequenzen aus der Begegnung. So bekommt unter anderem Emily ihren Ärger darüber, dass sie Katrin übergangen hat, zu spüren. Nicht nur hält Katrin sie absichtlich aus Kundenterminen heraus, sondern lässt sie auch noch unnötige Arbeit verrichten. Tobias hingegen konfrontiert sie mit einer knallharten Forderung. Katrin verlangt von ihrem noch Ehemann das Geld zurück, welches sie ihm für ein Projekt geliehen hat. Dazu hat sie natürlich jedes Recht. Doch um Tobias eins auszuwischen, gibt sie sich nicht mit einer Ratenzahlung zufrieden. Tobias soll noch innerhalb der nächsten 2 Wochen die Summe an sie zurückzahlen. Für den nahezu mittellosen Projektleiter ein Ding der Unmöglichkeit.